Oh oh. So Leute, für mich heißt es also erstmal Pause machen. Keine Ahnung, was passiert ist. Wir haben uns die Aufnahme nochmal angeguckt. Es sah wirklich schmerzhaft aus. Die Jungs drehen jetzt hier noch ein Video. Für Strikey. Hey, was geht ab, Freunde? Guck mal, Strikers im Rotators Video. Krass, Alter. Freunde, das ist einfach von der Leute, ich ruhe hier ein bisschen meinen Fuß aus und dann geht's wahrscheinlich später zum Arzt. Aber krass, jetzt fühle ich mich echt mal wie Lauro. Jetzt weiß ich, wie der Junge sich ein Jahr gefühlt hat. Es ist nicht schön. Schauen wir, was da rumkommt, Leute. Keine Ahnung. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Machen wir noch ein bisschen Behind the Scenes. Wow. Ich hab's jetzt leider nicht erkannt. Lars rastet schon aus. Hinter der Kamera immer ein bisschen. Sorry, immer ein bisschen aggressiv unterwegs. Ja. Aber jetzt auch ein Ballermann. Okay. Weil Eli wieder nichts mehr hat. Okay. Guck mal hier, jetzt Inception. Wir sind gerade in Lauros Video. Und klassischer links unten Flachholz. Sie kann nichts anderes. Aber er kriegt keine Verletzung, Freunde. Also, nein, Spaß. Ich war natürlich kein Auge auf ihn. Okay, Leute, der Dreh ist vorbei von Strikey und wir überlegen jetzt halt, wo wir hinfahren. Was machen wir? Also erstmal was essen gehen, ne? Erstmal was. Erstmal essen. Nein. Und dann Netflix und Chill gucken. Okay. Und dann kann man mal ins Krankenhaus, da so langsam, ja, oder? So. Oder einfach, ist egal. Langsam, aber sicher so. Ja, dann einfach noch eine Fußball-Challenge drin, oder? Aber ich hoffe, dass das nichts Schlimmes ist. Ich sage ehrlich, das sieht nicht gut aus. Du meinst, ich sehe nicht gut aus? Nein, nein, du siehst okay aus. So wie immer, aber dein Fuß... Der sieht ein bisschen dick aus. Leute, wollen wir mal den Fuß zeigen hier? Hat ja mal alle Ausländer gesehen. Keine Ahnung, ob man da was sieht. Also der Knöchel, also ich weiß nicht, ob man die Kamera sieht, der ist halt wirklich dick. Guck mal, so sieht ein dicker Knöchel aus. Bruh. Bruder, da ist nicht so viel und so sehen dreckige Füße aus. Das sind die Socken. Und jetzt sind wir nämlich auf dem Weg im Auto unterwegs. Wo fahren wir hin? Wir fahren jetzt in die Notaufnahme vom Krankenhaus, Freunde. Da kann man sich einfach unangemeldet melden und dann schauen wir mal, was der Arzt da ja, zum Knöchel sagt. Ne? Auf jeden Fall danke, dass du mich fährst. Ich meine, du hast mich ja nicht umgegrätscht. Ich bin ja wirklich beim Jubeln umgeknickt. Jubel! Aber Junge, da muss man überlegen, wir machen unser erstes Video gegen Artikel 13. Und direkt Auge zurück und von den Politikern. Das ist wirklich, also ich weiß ja nicht, was es ist, aber ich glaube, das ist die heftigste Verletzung, die ich je hatte, weil ich kann wirklich nicht laufen. Ja, sonst noch nie so. Mir ist noch nie was passiert, deswegen thanks God, aber jetzt Artikel 13 macht auf jeden Fall. Hoffen wir mal, dass es jetzt auch nicht so schlimm ist, wie es aussieht. Ey. Ich fühle mich eigentlich gut so, weißt? Ich kann nicht laufen, aber immer positiv bleiben. Ja, immerhin lebe ich noch. Ja? Und YouTube gibt es auch noch, deswegen alles gut. Leute, vielleicht erinnert der ein oder andere sich an diese Szene. Da hat Loco mich ja umgegrätscht, aber es ist kein Vergleich zu dem, was jetzt ist. Und Lars fährt hier irgendwie. Aber es war keine richtige Verletzung. Mein Fuß hat wehgetan, ich wollte da nicht weiterspielen. Aber jetzt anders, Leute. Okay, wir sind jetzt da. Sieht nicht, soll ich dich irgendwie stützen? Soll ich dir helfen? Geht das? Was soll ich überhaupt sagen, Alter? Bruder, muss los. Muss los, braucht neue Knöchel. Warte, ich mach dir mal erstmal die Türen hier auf. Danke. Gerne. Alles gut. Nee. Ja, da. Ja, da wird es sein. Gut. Also es sieht eher nach einem Bänder aus, nichts mehr etwas Knöchelnem. Wir machen aber trotzdem ein Röntgen, um auszuschließen, dass da was am Knochen ist. Okay. Ja? Wissen Sie, wo das Röntgen bei uns ist? Nee, absolut nicht. Gerade auf den Gang runter und dann rechts. Okay. Ei, ei, ei. Nein, Bro. Du schaffst es, Bro. Freunde, ich hab's mir schon ein bisschen gedacht. Und ich hatte mit Lukas eben schon ein bisschen drüber geredet. Ich hatte mir das schon ein bisschen gedacht. Und ich hatte auch mal einen Außenbänderriss. Sogar auch am gleichen Fuß und auch beim Fußball passiert. Immer wenn man so einen Knall hört oder ein lautes Geräusch, dann heißt es eigentlich, dass die Bänder gerissen sind. In dem Fall waren es jetzt die Außenbänder. Und da weggeknickt ist, hoffen wir mal nur das Beste. Und dann mal eine schnelle Genesung. Ich weiß, normalerweise wird sowas nicht operiert. Dann gibt es eine Schiene drauf und dann muss er mehrere Wochen aussetzen. Das ist natürlich eklig. Das ist nicht meine Woche, Freunde. Fuß muss abgenommen werden, ganz klar. Hey. Okay, jetzt müssen wir wieder da drüben gehen, ne? Ja. Weiter geht's. Für so einen Außenbandzerr. Ganz durch sind die Außenbänder nicht. Weil sonst wäre das Sprunggelenk instabiler.
trotzdem mit hundertprozentiger Sicherheit kann man auch mit einem Röntgen Sachen. So, Freunde, wir sind jetzt raus aus dem Krankenhaus. Was? Ich hasse Krankenhäuser, ne? Das ist so schlimm da drin. Was ist denn jetzt los? Also, was jetzt ist, es war Verdacht auf Bänderriss, aber die Bänder sind wohl nur angerissen. Ich muss jetzt aufpassen, dass sie nicht komplett durchreißen, deswegen ein bisschen schon, aber ich brauche keine Krücken oder so, deswegen Lauro, ich bin immer noch nicht so wie du. Zeig deswegen, mal hier meinen geilen Verband. Deswegen Glück im Unglück, Freunde, kann man sagen. Ja, das ist jetzt Verband hier auch mit Creme und so und ein bisschen Stabilisierung. Halt beim Fußball Supinationstrauma rechts OSG. Also für die ganzen Mediziner da draußen, ihr wisst, was das heißt. Ich kennt man. Und ja, ich bin jetzt halt ein bisschen am Hinken, aber Freunde, nochmal Glück gehabt. Deswegen Glück danke gehabt an den YouTube- und Fußballgott, dass er mich verschont hat. Ehre. Wir machen auf jeden Fall. Das heißt, ab nächste Woche wieder Challenges. Ja. Freunde, wir hören ja jetzt nicht auf, ist klar. Also Like und Abo dalassen, Glocke aktivieren. Es geht hier immer weiter, egal. Ja, Mann, ja, Krücken-Challenges. Auch Artikel 13 kann uns nicht stoppen, Leute. Das ist bescheiden. So sieht's aus, Freunde. Deswegen jetzt erstmal was Fooden, Alter. Ja, erstmal was essen, Freunde.